Hallo, ich wollte heute das Frage-Antworten-Video machen oder so ein Q&A ist das denn, ne? Aber ja, ich fange einfach mal an und ihr habt mir in meinem Video, wo ich euch gefragt habe, ich glaube, das muss ich mal auf privat stellen oder einfach löschen, weil es ist ja jetzt nicht mehr aktuell, da habt ihr mir ein paar Fragen in die Kommentare gestellt und danke dafür und die beantworte ich jetzt. Erste Frage, was sind deine Lieblingslieder zurzeit? Und zwar gerade eben ist es von Rise Until the Dawn und es ist richtig cool, das Lied. Ich glaube, ich habe das jetzt... Vielleicht habe ich es falsch ausgesprochen. Und von, ich weiß nicht, wie es heißt, das Lied heißt Jazz, aber von wem es genau ist, weiß ich nicht. Es ist kein Jazzlied, nein. Warte, ich gucke es nach. Von Mick Jenkins, ich glaube, das habe ich so halb richtig ausgesprochen. Und dann noch We Won von James Young, das sind so die drei, die ich gerade höre die ganze Zeit. Und sonst mag ich noch so Drake und sowas. Ja. Die nächste Frage ist Roomtour-Update und ich habe noch nie eine Roomtour gemacht und habe ich auch nicht vorzumachen. Aus dem Grund, dass mir das selber, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so eine Lust drauf und es ist mir ein bisschen zu persönlich, deswegen mache ich das nicht. Ja, bist du gerne zur Schule gegangen und dann die nächste Frage, also bist du gerne zur Schule gegangen? Ja, eigentlich schon. Bloß eben am Ende war es halt so stressig und da hatte ich gar keinen Bock mehr drauf. Hätte ich jetzt auch nicht, wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, ob jetzt oder wieder so wie vor genau einem Jahr eigentlich, würde ich auch nicht sagen, dass ich lieber jetzt Schule hätte. Auf gar keinen Fall. Deswegen, ja, also ich bin schon gerne in die Schule gegangen, bloß es war eben so stressig, aber es ist ja klar, dass man, wenn man Abi macht, dass es dann am Ende stressig ist. Deswegen, so die letzten paar Monate war es mir einfach zu viel. Wie definierst du Glück? Ich mag solche Fragen, ich finde solche Fragen gut, aber ich mag sie selber nicht beantworten, weil es irgendwie total kompliziert ist. Ja, einfach wenn man zufrieden ist, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man das definieren will. Fällt mir jetzt gerade einfach wenn alles so gut ist, wenn man so richtig ein richtig zufriedenes Gefühl hat. Bist du manchmal von Selbstzweifeln geplagt? Oft. Die nächste Frage ist, wird es auf deinem Kanal auch mal wieder Koch- und Backrezepte geben? Ja, im Moment habe ich, also ich meine, ich backe schon noch, aber irgendwie filme ich mich dabei nicht. Das kann ich ja mal demnächst machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich demnächst mal wieder was backe. Ich habe nämlich letztens was gemacht, was so lecker ist und sogar gesund war, deswegen mache ich das auch mal. Nicht, dass ich nur gesunde Sachen backe, das war so eine in 100.000 Sachen, die ich gebacken habe, die jetzt gesund war. Deswegen, ja, werde ich auf jeden Fall mal machen. Liest du im Moment ein Buch? Wenn ja, welches? Nein, ich lese gerade gar kein Buch. Fällt mir jetzt so ein, wo du gefragt hast. Nee, ich lese gerade keins. Gehst du momentan zur Schule? Nein, bin fertig. Wie ihr seht, gehe ich nicht zur Schule, ich kann nämlich nicht mehr reden. Ich bin im Mai 2015 fertig geworden. Genau. Wenn nicht, was machst du gerade oder was hast du mal vor? Ich möchte studieren, ob ich dieses Jahr studiere oder nächstes Jahr, weiß ich nicht. Im Moment bin ich nicht so motiviert, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ja, im Moment arbeite ich nicht Vollzeit oder sowas. Und dann studiere ich. Am liebsten würde ich im Januar 2017 anfangen zu studieren. Und Schauspielerei möchte ich studieren. Das habe ich jetzt entschieden. Deswegen habe ich aber auch ein Gap Year gemacht, damit ich dann mal rausfinde, was ich studieren möchte. Kannst du mal eine Art Food Diary machen? Weil ich bin seit kurzem auch Vegetarier und mir gehen die Rezepte aus. Ja, kann ich gerne mal machen. Das Ding, also ja, also ich meine, ich esse vegetarisch, aber es fällt mir gar nicht auf, dass ich vegetarisch bin, weil ich bin das schon sehr, sehr lange, deswegen, aber kann ich gerne mal machen. Das ist aber nicht immer das Aufregendste, von daher kann ich ja mal so ein Food Diary von nur Frühstück machen und nicht halt immer den ganzen Tag und dann Food Diary von nur Abendessen und Snacks oder sowas. Ja, genau. Das mache ich bestimmt mal. Was ist dein momentanes Lieblingslied? Achso, das habe ich schon beantwortet. Wieso hast du beschlossen, vegetarisch zu essen? Wegen den Tieren eigentlich, ja. Das war vor 4 oder 5 Jahren oder sowas, genau. Was ist dein Lieblingsfilm und dein Lieblingsessen? Lieblingsessen kann ich dir schon gleich sagen, dass ich das nicht weiß, weil ich sehr viele Lieblingsessen habe. Dann Lieblingsfilm habe ich nicht. Ich habe keinen Film, den ich immer und immer wieder gucken könnte oder im Moment auf jeden Fall fällt mir keiner ein, wo ich so sage, das, genau das ist mein Lieblingsfilm. Ohne welches Make-up-Produkt könntest du nicht aus dem Haus gehen? Ich glaube, na also entweder gehe ich ganz ungeschminkt aus dem Haus oder wenn ich mich schminke, dann, wenn ich eine Sache aussuchen müsste, dann wäre es vielleicht
mein Concealer oder mein Puder. Naja, oder mein Eyeliner oder meine Wimperntusche. Das ist auch alles, was ich benutze. Ach so, nee, auch mal. Wenn ich nur eine Sache benutzen könnte, dann wäre es Wimperntusche, weil Eyeliner ohne Wimperntusche, wobei bei mir macht es jetzt nicht so den großen Unterschied, aber da fühle ich mich trotzdem so gesichtsnackt, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen Wimperntusche. Lässt du dich vegan? Nein, habe ich mal für so ein paar Monate, aber dann hat es dann doch nicht mehr so geklappt. Und möchte ich zwar schon, aber möchte ich irgendwie anscheinend ja auch nicht, weil sonst wäre ich es ja, wenn ich es genug mögen würde. Das ist die Spülmaschine, sorry. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt von, also ich meine, ich finde es gut, wenn Leute vegan sind, wisst ihr, was ich meine. Und ich hoffe, dass ich irgendwann vielleicht selber mal so sehr vegan sein möchte, dass ich es bin, wenn das Sinn macht. Ja, wo würdest du gerne als nächstes hinreisen? Mal so nach Thailand, fände ich ganz cool, oder LA, ja, so. Was ist dein Lieblings-Online-Shop momentan? Ich glaube, ich gucke mir ganz oft Sachen auf ASOS an, aber ich bestelle nie was. Ich tue immer, das ist ja so ein Ding, ne, dass man da stundenlang vorsitzt, die Sachen so im Warenkorb tut und am Ende sieht man so, nee, das brauche ich eigentlich alles gar nicht und habe gar nicht das Geld dafür, deswegen lasse ich es. Ja, also ich bin gar nicht online so viel und bestelle Sachen, deswegen wenn, dann ASOS. Hast du nicht mal Ballett getanzt? Wenn ja, magst du darüber mal ein Video drehen? Ich habe mal in der, ich glaube, es war die 11. In der 11. Klasse habe ich mal einmal die Woche, wenn überhaupt, war ich dann beim Ballett für so ein Dreivierteljahr und einmal habe ich das ein oder zwei Jahre, ein Jahr glaube ich nur gemacht, als ich 6 war. Ich wollte immer eine Ballerina werden, aber daraus ist jetzt nichts geworden. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nicht richtig. Ich mache mal mein Handy leise. Ich habe jetzt nicht richtig Ballett getanzt, so dass ich ein Video darüber drehen könnte oder sollte oder möchte. Das war jetzt nichts, wo ich so sage, wenn mich jemand fragt, machst du Sport, dann würde ich jetzt nie sagen, ja, ich habe mal Ballett getanzt. So, das versteht ihr? Wie groß bist du? Ich bin 1,70 Meter, 1,72 Meter, 1,71 Meter, sowas. Ja. Wie bist du auf deine Begrüßung gekommen? Ich sage ja immer, hallo, nee, was sage ich? Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Ja. Na, weil ich weiß nicht, so dieses, das soll auch nichts gegen den Menschen sein, die das sagen, aber so dieses Hallo meine Lieben oder Hallo ihr Lieben oder irgendeine andere Begrüßung, das kommt nicht natürlich für mich. Ich könnte es mir so, bin ich einfach nicht drauf, so Hallo ihr Lieben das, oder Hallo meine Süßen oder ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall kann ich das irgendwie nicht, das sage ich einfach nicht, das bin nicht so ich, wie ich rede und so, deswegen. Ja, und ich hoffe ja tatsächlich, dass es euch gut geht, deswegen sage ich das. Und Hallo sage ich eh immer. Ich sage auch weniger oft Hi oder so, deswegen. Ja, so bin ich auf meine Begrüßung gekommen. Ja, genau. Dann, wenn ich Videos auf YouTube hochstellen möchte, dann dauert es teilweise auch bis 2 Tage oder es geht gar nicht oder sie werden hochgeladen, können dann aber nicht angeschaut werden. Ich habe mal geguckt, ein Video, das weiß ich von dir, da ist, glaube ich, Musik drin, die man dann in Deutschland wegen der GEMA oder sowas nicht sehen kann, deswegen kann es da liegen. Oder sonst weiß ich das eigentlich nicht. da müsste aber dann eigentlich irgendwas stehen oder vielleicht hat es wegen dem Internet nicht geklappt oder sowas. So richtig weiß ich es nicht. Ja, meine 3 Lieblings-Make-up-Produkte sind einmal der Master Precise Eyeliner von Maybelline, dann der Pro Longwear Concealer von MAC. Und dann das Gimme Brow von Benefit. Ja, Benefit. Was hast du dieses Jahr auf jeden Fall noch vor? Kann ich gerade nicht sagen. So vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, ich studiere dieses Jahr, aber jetzt fehlt mir die Motivation auch dafür. Also ich bin momentan ein bisschen nicht so entschlossen, was ich machen möchte dieses Jahr. Dann, und ich sehe gerade, es schneit so halb draußen. schön. Dann also halt arbeiten und ich weiß nicht, habe ich eigentlich, ich habe nichts Bestimmtes vor dieses Jahr. Auf welchen Konzerten warst du schon? So richtige Konzerte, also es gibt zum Beispiel so Sachen, die ich mal mitbekommen habe von so weit und weg, so zum Beispiel Silvester vor ein paar Jahren war das in Miami, da war zum Beispiel Neo da oder ich glaube auch Jason Derulo und da habe ich jetzt kein Ticket oder sonst was für gekauft oder war nicht nah dran, sondern habe das von Weitem so gehört und ein bisschen gesehen. Aber das zähle ich nicht, sondern so richtig gekauft und hingegangen und hingesetzt oder stand da oder sowas,
war Robbie Williams, da war ich ganz klein. Dann Alicia Keys, da war ich auch, das war auch schon sehr, sehr lange her. Dann Justin Timberlake, das war 2014. Dann Oh Wonder, das war letztes Jahr. Und The Weeknd, das war auch letztes Jahr. Ich glaube, das sind alle. Ja, die fünf. Genau. Welches ist dein Lieblingskleidungsstück? Ich glaube, meine High-Waisted schwarze Hose von Pull&Bear. Und da habe ich mir jetzt auch noch eine gekauft. Also habe ich jetzt zwei. Und ja, die gefallen mir sehr, sehr gut. Das ist aber, obwohl das ist nicht mein Lieblingskleidungsstück, sondern es ist das, was ich am meisten anhabe. So am schönsten ist, glaube ich, mein Overall, den ich euch gezeigt habe, den ich zu Weihnachten bekommen habe von Urban Outfitters, der blaue. Wo wärst du jetzt gerne? Ich wäre jetzt gerne am Strand in Miami. Da wäre ich gerne. Wie würdest du gerne heißen? Mein Vorname ist ja Linda, mein zweiter Name ist Paula und ich weiß nicht, ich kann mich nicht wirklich mit Paula identifizieren, aber ich fand den Namen früher mal richtig doof. Jetzt finde ich ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, weiß ich nicht. Linda ist, weiß ich, keine Ahnung, gefällt mir ganz gut. Ich möchte mir keinen anderen Namen aussuchen. Ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, ich habe überhaupt nicht so das Bedürfnis, irgendwie anders zu heißen oder meinen Namen offiziell zu ändern oder sowas. Ja, dann hast du Tumblr. Nein, habe ich nicht. Ja. An welche Orte willst du unbedingt nochmal reisen? Das habe ich, glaube ich, schon beantwortet. Und ohne welche fünf Dinge könntest du absolut nicht mehr leben, bezogen auf Beauty, Fashion und Lifestyle? Also Make-up, die habe ich jetzt schon gesagt. Ach so, fünf Sachen. Also Fashion, so High-Waisted, schwarze Hose. Dann, mein Handy mit Musik drauf. Kopfhörer gehe ich jetzt mal davon aus, dass die am Handy sind. Also es ist eins. Dann Eyeliner, Concealer. Oh, mein Glätteis. Es kommt drauf an, wo ich dann sein würde. Wenn ich in Amerika sein würde, dann würden meine Haare ja besser trocknen, dann würde ich die auch nicht glätten. Wenn ich aber in Deutschland bin, dann muss ich sie glätten oder möchte sie glätten. Also nochmal Glätteisen, High-Waisted, schwarze Hose, Eyeliner, Wimperntusche und Handy mit Musik. Also habe ich jetzt was? Ich glaube, ich habe den Concealer weggelassen. Ja. Was ist dein Lieblingsprodukt zum Konturieren? Das ist jetzt nicht wirklich so ein Konturier so extra dafür, aber es ist der Blush von NARS, der heißt Lovejoy, den benutze ich. Das ist so ein bisschen so ein Blush, Bronzer, halb, also es ist so ein Zwischending wegen der Farbe, weil die Farbe ist nicht so pink, aber die ist auch nicht so dunkel wie ein Bronzer, deswegen ist es so ein perfektes Zwischending. Genau. Könntest du vielleicht mal eine Roomtour machen? Nein, werde ich nicht machen. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Ich hoffe, glücklich. Ich hoffe, also ich will ja Schauspielerei studieren, deswegen, ja, so das Best-Case-Szenario wäre ja, wenn ich dann irgendwie einen Job so in der Richtung hätte. Ja, so genau, weiß ich nicht. Ich denke irgendwie nicht so weit in die Zukunft. Sollte ich vielleicht mal machen. Dann, woher nimmst du deine Inspiration? So von, wie ich mich anziehe, das ist eigentlich. Es ist immer so, also wenn ich so draußen rumlaufe, das sehe ich ja auch so, was so, oh cool, das gefällt mir. Oder ich bin auf Instagram und sehe eine bestimmte Person, die ich ganz cool finde und dann gucke ich mir die ganzen Bilder an und sowas. Aber jetzt, wenn du YouTube-Videos meinst, dann ich gucke mal ein YouTube-Video und vielleicht gefällt mir das Format oder sowas. Und oder ich habe einfach selber eine Idee und oder ein Interesse oder so und möchte da aber gerne ein Video machen. Das ist immer unterschiedlich. Genau, wer sind deine Lieblings-YouTuber? Da habe ich alle meine verlinkt eigentlich auf meinem Kanal. Aber ich gucke momentan sehr, sehr viel Shane Dawson. Diese ganzen, wo er verschiedene Essenssachen ausprobiert. Ich finde den so lustig. Genau. Die letzte Frage ist Lieblingsfarbe. Und das ist im Moment so ein dunkel lila, glaube ich, oder schwarz. Auf jeden Fall dunkle Farben sind meine Lieblingsfarben. Ja, das war die letzte Frage und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehe ich euch im nächsten Video wieder und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, tschüss!